Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Letzten Part habe ich euch noch so einen kleinen Cliffhanger gegeben, warum ich die Ressourcen nicht hernehme. Ach ja, wir haben die Karte fertig erkundet hier unten und fertig gemacht und allen schön in den Arsch gekniffen. Jetzt sind hier sogar zwei Spawnpunkte, wunderbar. Und wie viele sind hier oben? Auch zwei. Es wird also definitiv schwerer als auf der ersten Karte. So, jetzt. Ich habe euch einen Cliffhanger gegeben, warum ich die Ressourcen nicht verwenden kann. Ja, warum ist das so? Das ist ganz einfach, denn das sind dunkel erbeutete Ressourcen, die kann man mit Lichtvölkern nicht verwenden. Weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll ich das finden soll, habe ich zum ersten Mal gedacht, als ich hier war. Allerdings, im Nachhinein war mir das dann schon irgendwo ein bisschen bewusst, denn es gibt eine Karte in Spellforce Winter. kann man beide Völker auf einer Karte erstellen, ohne dass man hier einen Bergkamm dazwischen hat. Also die konnten sich begegnen. Die haben sich da halt fett aufs Maul gegeben. Und die haben gesagt, was? Wieso tut ihr das? Ihr seid ein Herz und eine Seele, ihr seid alle beim Team. Warum macht ihr denn sowas Dämliches? Ja, und ja. Ist halt einfach so. Die mögen sich nicht. Licht und Dunkelheit mag sich nicht. Das ist einfach vom Schicksal so vorgegeben. Und aus diesem Grund teilen sich die auch nicht dieselben Einheiten, weil sie sich einfach hassen. Und obwohl ich das möchte, ich, der Gott und Bestimmer, der Erschaffer ihrer Kulturen, kann darauf leider keinen Einfluss nehmen. So, und mein Plan ist jetzt, dass ich hier weiterhin ausdünge. Damit wir hier keine großen Probleme haben. Die Linien müssen halten. Ich könnte mal speichern auf E2. Ist jetzt ein bisschen blöd, spät gespeichert, aber ich kann ja theoretisch noch rausrennen, falls der Kampf zu extrem ist. Nee, ist nicht zu extrem. Vorsicht, Gegner! Sprecht. So, bauen wir jetzt erstmal eine Holzfällehütte. Die bauen wir hier hin. Standhalten, Männer! Das Bauwerk ist vollendet. Prinzeps der dritten Hand. Halber oktagonaler Schlüssel. Damit hätten wir theoretisch schon das erste Item, das wir benötigen, um durch dieses Tor zu kommen. Allerdings ist das zweite hier unten und das versuche ich auch möglichst gut auszumerzen. Und auch schon mal die Truhen und so alles mitzunehmen. Allerdings werde ich hier unten deutlich Probleme bekommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich mache das eigentlich nur deswegen, damit ich es nachher möglichst einfach habe. So. Was ist euer Begehr? 100, okay. Schauen wir mal, wie es auf dieser Karte ablaufen wird. Ob diese Karte wirklich so um einiges schwerer ist, wie ich mir vorstelle. Weil im Grunde ist es jetzt gar nicht so schlimm. Wir haben hier zwar zwei Spawnpunkte, aber wir hatten ja hier auf der unteren Karte, habe ich ganz vergessen, wir hatten ja hier einen Spawnpunkt. Wo war's? Hier einen Spawnpunkt und hier einen Spawnpunkt. Also, die Eisernen dürften ungefähr gleich bleiben. Ich weiß ja nicht, ob die Einheiten stärker sind, die kommen oder nicht. Aber wir haben halt hier jetzt einen zusätzlichen Spawnpunkt von den besonderen Gegnern. Und das sind ja eigentlich die schlimmen Gegner. Und ich muss jetzt mal schauen, ob ich die alleine im Schach halten kann. Wenn ich die alleine im Schach halten kann, ist alles cool. Dann habe ich kein Problem. Aber wenn wir die nicht alleine im Schach halten können, dann haben wir schon ein Problem. So. Meine Rune-Power ist wieder auf 50% hoch. Das heißt, ich werde jetzt mein zweites Monument aktivieren und schon mal Zwerge herstellen, damit wir einfach die Nahrungsproduktion komplett auf eine andere Rasse geben. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, weil wir dadurch weniger Rune-Power haben. Aber wenn wir uns nicht so blöd anstellen, dass uns die Arbeiter die ganze Zeit verrecken, dann soll es jetzt kein Problem sein. Das Bauwerk ist vollendet. Sehr schön. Und jetzt schauen wir, dass wir hier unten ein bisschen Grip bekommen. Und da müssen wir eigentlich uns nur noch um die Klingenweber kümmern, die hier wahrscheinlich uns angreifen werden. So. Ja?
Was müssen wir denn als nächstes bauen? Ich habe schon lange nicht mehr mit denen gebaut. Ein Jagdhaus könnte man theoretisch errichten. Wir brauchen dennoch ein Nahrungslager. Hier gibt es keine Tiere. Ah, es war eine sehr gute Idee, dass wir uns für die Zwerge entschieden haben. Denn die Zwerge sind überhaupt keine Jäger. Auf jeden Fall werden sie erstmal einen Förster bauen. Wie ihr wünscht. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir brauchen Holz. Wir sind Elfen, wir brauchen fucking viel Holz. Und hier ist... Ja, das Holz ist eher mau. Ja, und unsere Runenpower geht richtig in die Knie. Wo haben wir Stein? Wow. Das war nicht durchdacht. Aber gut, wir haben ja mit den Zwergen eigentlich relativ viel Zeit. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich schaue jetzt, dass ich hier alle bis auf den Herd, ein paar bis auf den Herr der Seelen hergelockt bekomme. Ich weiß nicht, ob ich den Herr der Seelen mitlocken möchte, weil ich nicht weiß, wie stark der ist. Wir werden angegriffen. So, das sind jetzt natürlich deutlich zu viele. Mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Wir werden angegriffen. Ah, sechs Stück konnte, na, fünf Stück konnte ich rauslocken. Das ist gut. Die Linien müssen halten. Der Herr der Seelen steht jetzt ziemlich alleine damit. Weiteren vier, fünf... anderen. Das ist aber schon okay. Runenkrieger, zu mir. So, meine Runenpower ist am Arsch. Der Förster steht. Die Rune ruft. Und ich würde sagen, wir bauen... Brauche ich ein mittleres Haupthaus? Sägemühle. Auf jeden Fall eine Sägemühle. Ich Idiot, das hätte ich gleich bauen sollen. Schauen wir mal, was ich jetzt noch hier so rauslocken kann. Wir speichern auf jeden Fall ab. Ich soll öfter speichern. Das habe ich mir gemerkt. Hier oben sollte man auch immer einen Blick haben. Das ist vollendet. So, sehr schön, dass wir den alleine bekommen haben. Wir werden angegriffen. Das ist gut. So, die Sägemühle läuft. Die Rune ruft. Sägemühle habe ich, Förster habe ich. Lenya. Ah, okay, alles klar. Als nächstes haben wir Lenya. Lenya stelle ich gleich mal hier hin. Und noch einen stelle ich hier hin. Lenya werden wir auch einiges brauchen. Schau mal, haben wir noch irgendwo ein Lenya-Vorkommen? Ich glaube aber eher weniger. Und selbst wenn hier unten eins wäre. Ja gut, könnte funktionieren. Ich will mal nichts ausschließen, wenn da Blackie tankt. Sehr guter Zeitpunkt, um die Patrouille abzufangen. Gerade noch, ja, was heißt sehr guter Zeitpunkt? Gerade noch rechtzeitig, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass die uns die schon angreifen werden, aber die Map ist ziemlich unique. Wer kann sich da schon sicher sein? Das Bauwerk was wollt ihr? So, wie sieht's hier aus mit Steine? Steine habe ich. Was wollt ihr? Sehr schön, dann haben wir von den Zwergen auch schon mal ein bisschen was. Blackie kommt. Müsste noch rechtzeitig hinkommen. Ah, da kommen schon wieder zwei. Und er ist tatsächlich nur am Scouten. Aber ich muss ihn unbedingt abfangen, sonst kriegen wir Probleme. Und dann muss ich wieder zurück und dann muss ich hier eigentlich Wache halten. Aber eigentlich muss ich am Anfang hin und her pendeln. Wir können uns ja schon mal festlegen, welche Einheiten ich herstellen möchte. So, die sind zumindest schon mal halbwegs durch. Nein, die auf keinen Fall, Hüterin. Windschützen. Nein. Ja, Windschütze. Windschütze mache ich. Windschütze. Waffenkammer, Elf, Elenhain, Schützenhalle. Fuck. Zu spät. Scheiße, das nervt mich jetzt.
Mist. Was ist schlecht gelaufen? Ich dachte, ich habe es noch rechtzeitig gesehen, aber denkste. Was wollt ihr? So, kleines Haupthaus baue ich für Nahrungslager. Lasst uns anfangen. Spuckt in die Hände, Männer! Ah ja, seht mal an, hier kommen auch wieder größere Angriffswellen. Und der greift natürlich auch schon wieder an. Hundertprozentig, der wird mir jetzt die Zwerge umbringen. Das ist schlecht, weil in dieser Map sollte ich eigentlich keine Einheiten verlieren. So, dann bauen wir mal... Ja, bauen wir mal das mittlere Haupthaus. Meine heilige Pflicht. Ich glaube auch nicht, dass uns die eine Holzflöte reicht. So, das kleine Haupthaus steht. Das heißt, wir können jetzt ein Nahrungslager bauen. Wo ich das hinbaue, ist eigentlich total egal. Ich habe hier eigentlich... Aber auch ja, viel Platz habe ich aber auch nicht. Wow, die greifen jetzt schon an. Scheiße. Ich hab's verkackt. Die eine Patrouille. Ein feiger Angriff. Ja, auf der Stelle. Sofort. Die eine Patrouille hätte ich erwischen müssen. Okay. Das wird hardcore. Ich brauche schnellstmöglich Einheiten. Ruf die Wachenschwestern. Zur Stelle. Schon unterwegs. Ich bin doch noch weggelaufen mit dir, du blöde Kuh. Sprech. Was ist euer Bier? So sei es. Ich muss sofort, wenn hier oben ein roter Punkt ist, sofort loslaufen. Sofort. Ohne Umschweife. Ich darf da keine Sekunde Zeit verlieren. Zur Stelle. Okay, ihr baut mir jetzt mal eine Waffenkammer. Das Bauwerk ist vollendet. Und ihr baut mir jetzt mal ein Nahrungslager. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, dafür brauche ich ein bisschen mehr Steine. Natürlich! Was? Mit was für Armeen kommen die hier jetzt schon? Holy shit! Sprecht! Rasch! Wow! Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Na, lauf, Blacky. Bin schon mal überlegen, ob ich den nicht Sachen anziehen sollte, damit er schneller laufen kann. Das wird sich ja schon rentieren. Solange die hier unten inaktiv sind, ist alles okay. Runenkrieger, zu mir! Okay, alles klar. Gerade noch abgefangen. Ich sollte hier oben eigentlich sollte ich hier oben die Lager zerstören, hey. Aber das wird dann irgendwie den ganzen Reiz aus der Karte rausnehmen. 25 Runenpower wieder, okay. Die bauen das Zeug langsam auf, das ist okay. Schweinezucht. Buckt in die Hände, Männer. Und noch eine Schweinezucht. Ja, können wir mal da hochbauen. Das wird ein Meisterwerk. Und dann bauen wir hier noch eine Holzfällerhütte hin. Das Gebäude ist fertig. Ja, machen wir mal so. Dann werden wir schon irgendwie irgendwo was hinkriegen. Okay, es bleibt mir jetzt nicht anders übrig, als immer zu speichern, wenn ich einen nächsten Angriff auf den Herr der Seelen versuche. Was war das jetzt? Wow, sah irgendwie creepy aus. Ich muss jetzt sowieso hier runter.
Aber ich habe Angst, dass jetzt hier oben was losgeht. Also, pff. Es ist wieder ein Hin- und Her-Torkeln mit dem Avatar. Aber es ist eigentlich ganz interessant. Bei den Zwergen, glaube ich, brauche ich eh nicht mehr. Ich habe ein paar Schweinezuchten, die kümmern sich jetzt ein bisschen um Nahrung. Das Einzige, was ich... Ja, eigentlich brauche ich es jetzt auch noch nicht. So, Waffenkammer. Was brauche ich noch für die hier? Elenhain und Schützenhalle. So sei es. Es ist so, wunderbar. Das ist ein Hinterhalt. Muss sofort wieder nach oben. Standhalten, Männer! Das Ganze. Wow! Weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja? Die Rune ruft, wie ihr wünscht, sprecht. Kann man da? Jawohl. Wird gemacht. Nee, kann man nicht. Und los. Unsere Stadt wird angegriffen. Schauen wir mal, ob ich das mittlere Haupthaus noch schützen kann. Nee, werde ich nicht schaffen. Schnell, sie sind in der Stadt. Okay, vielleicht schon. Ja. Wir werden angegriffen. Warum ragest du jetzt hier rum? Das ist ein Hinterhalt. Die Rune ruft schon unter heilige Pflicht. Die Götter stehen uns bei. Wir werden angegriffen. Zur Stelle. Ein feiger Angriff. Schon unterwegs. Boah, also angenehm spielen ist was anderes. Es wird echt nochmal herausfordernd hier. Wow. Das Bauwerk ist vollendet. Das ist ja besser, wenn ich den... Mich weniger auf das den... Das Gebäude ist fertig. Gut, ich kann vollendet. Jetzt wieder speichern. Ich habe jetzt wieder einen kleinen Fortschritt gemacht. So sei es. Und ich werde auf jeden Fall dieses Gebäude reparieren. Dieses Gebäude ist so ein kleiner Puffer, bevor der mir auf die Leute losgeht. Soll ich nochmal hier unten versuchen? Komm, ich speichere jetzt nochmal ab. Ich weiß nicht, in welchen Intervallen die angreifen. Vielleicht geht's. So, ich könnte jetzt Windschützen herstellen. Elend schenkt uns eine. Die schicke ich mal hier runter. Ja, wenigstens etwas, hey. Kann ich wenigstens ein bisschen hier Armeen aufbauen. Nahrung kann ich auch schon einmal herstellen. Und jetzt bräuchte ich allerdings einmal ein Nahrungslager. Denn wir wollen ja trotzdem, dass sich unsere Einheiten regenerieren. Auf der Stelle. Ich muss schauen, sobald die hier... Ja, wie sie da rüber switchen. Sobald die hier loslaufen, kann ich es vergessen... Laufen schon los. Laufen schon los, hat sich schon erledigt. Kann ich gar nicht runter zum Herr der Seelen. Okay. Man muss es nur rechtzeitig merken, dann ist alles nur halb so schlimm. So, wenn ich mal Lenya-Überschuss hätte, ich glaube auch, das werde auf dieser Karte keinen Titan herstellen. Ja, jetzt schauen wir erstmal, wie es läuft. Schauen wir mal, wie die Windschützen überhaupt so sind. Vielleicht sind die ein bisschen... Das sind schwache Einheiten, muss ich gleich sagen. Das sind extrem günstige Einheiten. Eigentlich sollte ich Wanderin oder Hüterin herstellen. Das Problem ist... Da müsste ich mit den Zwergen noch aktiver werden. Das können wir mal gucken. Vielleicht werde ich mit den Zwergen aktiver, wenn ich wieder mehr Runepower habe. Aber momentan... Momentan habe ich es nicht so vor. Ja, der wird mir die wahrscheinlich komplett zerficken. Wohin soll ich gehen? Es eile. Elend schnell wie ein Pfeil. Ich höre. Seid auf der Hut. Mein Bogen für die Rune. Rasch wie der Wind. Befehlt. Los, Schwestern.
Befehl. Wohin soll ich gehen? Ich höre. Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Die Diener der Nacht sind hier. Elends Segen. Gut, dadurch, dass sie eingefrieren, sind sie relativ nützlich, muss ich sagen. Befehl. Befehl. In Windeseile. Feinde. Zu den Bögen. Aber ihr seht schon, diese, so stark sind sie jetzt nicht wirklich. Diener der Nacht sind hier. Elend Segen. Wohin soll naja. Eile? Schnell wie ein Pfeil. Keiner gestorben, das ist ich besser höre, als ich dachte, aber der Damage ist schlechter als ich dachte. Das macht es jetzt irgendwie. So, ihr holzt hoffentlich diesen Wald richtig ab, dass ich hier noch ein bisschen. Mehr Schweinezuchten bauen kann. Denn das, was wir derzeit haben, ist ein bisschen wenig. Boah. Das ist so ein bisschen so auf Messerschneide hier, was wir hier gerade so ein bisschen vollziehen. Okay, pass mal auf. Eisen. Da unten haben wir Eisen. Sehr schön. Haben wir vielleicht noch irgendwo Eisen? Ja, da hätten wir Eisen. Kann ich das Eisen irgendwie. Ja. Und zwar so. 3. Produzieren halt Eisen, wenn wir schon Zwerge haben. Dann nehmen wir uns den Luxus und dann schauen wir mal, was sind denn die stärksten Einheiten? Sind es Wanderinnen? Da brauchst du noch das Eisenlager oder sind es die Eisenlager? Na, Hüterinnen sind ja Nahkämpfer. Also wenn, dann Wanderinnen. Eisenlager. Werde ich wahrscheinlich gar nicht. Doch, kann ich bauen. Benötigt nur Holz. Okay, das überrascht mich jetzt. Ich dachte, ich brauche sogar ein bisschen Eisen, um das Gebäude zu bauen. Runenkrieger, zu mir! Wohin soll ich gehen? Immerhin schon mal 15. Ah, ich kann. Moment. Sehr schön. Wie viel brauche ich fürs nächste Upgrade? Ich glaube 300. 300. Oh, das könnte ich auch bald zusammenkriegen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Meine Siegchancen steigen gerade. Wenigstens steht jetzt mal halbwegs ein bisschen Defense. Das ist echt schnelle Karten. Muss ich echt mal sagen. Das sind echt schnelle Karten. So, Holz haben wir ja ein bisschen noch, jetzt nicht so viel. Was steht an? Und ihr baut mir jetzt eine Mine. Das Gebäude ist fertig. Schon so gut wie erledigt. Und hier, ja gut, die müssen noch ein bisschen das Holz. Haben wir eine Meister? Ja. Ja, sofort. Holz, Jagdhaus. Ne, haben wir nicht. So gibt ein es. Gebäude, womit man noch schneller Holz abbaut. Das habe ich mir aber nicht geholt, weil ich ja voll die Hardcore-Challenge haben wollte, weil es reicht mir. Was? Sprecht. Könntest du bitte da reingehen? Wir brauchen Holz. Wow. Das Gebäude ist fertig. Hüterin erhält Wanderin. 100 Eisen bräuchte ich dann schon mal. Okay, das ist ja kein Problem. Wir kriegen jetzt hier jede Menge Eisen. Hoffe ich. So, hier kriegen wir bald unsere 20 Einheiten. Nein, die müssen wir sogar schon haben. Wunderbar. Und jetzt kann ich sogar noch höher gehen. Okay, ich muss sagen, es macht allerdings Spaß, wenn es ein bisschen fordernder ist, weil die letzten Karten waren schon fordernder, aber generell der Anfang des Spiels war ja sehr pipi, muss ich sagen. Pipi-Fax. Jetzt stirbt er auch in einer annehmbaren Geschwindigkeit. Erfahrungspunkte sieht auch gut aus. Hier natürlich jede Menge Skelette.
Ich hätte gern das Lenya. Okay, mein Bogen für die Rune. Jo, Blackie, du kriegst das, ne? Ich hab volles Trustment in you. So, 100 Eisen habe ich. Damit kann ich schon mal die Wanderin hält Zauberspruch Eisschild, ein Eisdolch und hohe Resistenz gegen Eismagie. Die Wanderin, ne? Die Wanderin. Das ist ein Hinterhalt. Die Wanderin ist das, was ich bräuchte. Genau. Dann schaue ich, dass ich ab jetzt ein paar Wanderinnen herstelle. Denn ich habe jetzt schon die, die einfrieren. Das macht die Einheiten schon ziemlich stark, dass sie einfrieren können. Aber ich glaube, die Wanderinnen machen einfach mehr Damage. Ich bin mir allerdings nicht sicher, muss ich sagen. Aber ich brauche jetzt sowieso erstmal mehr Nahrung. Die Waffenkammer hier stört. Sprecht dorthin. So sei es. So, dann bauen wir halt noch ein paar Schweinezuchten. Und noch eine Schweinezucht. Die schaue ich, dass ich sie eher hier platziere. Meine Hoffnung ist, dass ich hier... Ja, werde ich wahrscheinlich keine mehr reinbekommen. Aber man kann ja noch hoffen, wenn die das Holz hier abgeholzt haben, die Bäume hier abgeholzt haben, dass ich dann vielleicht noch eins reinstellen kann. So, ansonsten... Ja, dann würde ich sagen, steht die Verteidigung hier halbwegs, dann können wir ein bisschen auf mehr Risk gehen. Ich meine, bisher auf dieser Karte hat mir meine Erhöhung der Spielgeschwindigkeit noch keine Nachteile erbracht, weil ich mich echt 100% konzentriert habe. Das Gebäude ist fertig. Das Gebäude ist fertig. Das Einfrieren ist strong. Das ist echt strong, das Einfrieren. Das ist echt gut. Und solange ich nichts Wichtiges zu tun habe, kann ich nebenbei auch schon die ganze Zeit das Zeug plündern. So, 400. So, dann kann ich schon mal die ersten Wanderer herstellen. Blackie hält die Eisernen hier locker flockig. Überhaupt kein Problem. Da warte ich noch, bis die Bäume hier weg sind. Tschuk, 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 tschuk. Schauen wir mal, ob wir hier noch eine Schweinezucht reinkriegen. Jawohl! Kriegen wir vielleicht noch eine hin? Lasst uns anfangen. Kinderspiel. Gibt es Arbeit? So gut wie erledigt. Wird gemacht. Nied half Kinderspiel. Resch ans Werk. Ich höre. Nee. Schade. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich dann noch eine reinbekommen hätte. So. Jetzt möchte ich allerdings was gucken. Wenn das nächste Mal ein roter Punkt unten auf der Karte ist, dann werde ich mal die Spielgeschwindigkeit normalisieren. Ich möchte nämlich schauen, was die Wanderinnen Damage machen. Bevor ich die nächsten Einheiten herstelle. Weil wenn die nur wenig Damage mehr machen, dann werde ich mir überlegen, ob ich nicht Wanderinnen oder vielleicht doch lieber Windschützen herstelle. Weil die Windschützen mit ihrem Einfrieren sind einfach... Ja, keine Ahnung. Crowd Control ist halt slow und Stun-Effekte sind halt einfach strong. Ich höre. Befehlt. Vorwärts, Schwester. Okay, pass auf. Die schießen jetzt einfach mal da drauf und die schießen jetzt mal alle da drauf. Ich hab's jetzt nicht so richtig gesehen, aber... Feinde, zu den Bögen. Ich glaube, dass... Elend Segen. Die Wanderinnen haben noch einen Buff. Tun? Eisschild. Was soll ich tun? Haupt mich jetzt nicht so vom Hocker, die Wanderinnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
hauen mich jetzt nicht so vom Hocker. Wohin soll ich gehen? Machen wir noch ein paar Windschützen. Ich meine, wir haben momentan dann Ressourcen, müssen wir sowieso nicht sparen. Und dann kann ich schon mal ein bisschen was vorbereiten. Vielleicht kann ich hier nämlich doch Titanen bauen. Bauen wir mal zwei große Ehre. Haupthäuser. Weil ich habe 2000, komm, ich hab genug Holz. Momentan ist nur Nahrung ein Problem. Und theoretisch kann ich ja... noch ein bisschen Nahrung so herstellen, etwas unproduktiver, indem wir die Schweinezuchten einfach irgendwo hinbauen, wo sie vielleicht jetzt... Boah, alles voll gebaut. Ja, viel Platz habe ich nicht mehr, wo ich den Scheiß jetzt noch hinbauen kann. Da! Und da, dann kann ich Blackie halt irgendwie weiter vorne hinstellen. Eine meiner leichtesten Übungen. Jawohl. Guckt in die Hände, Männer. Ja. Das Gebäude dann haben wir halt noch was. Ich meine, bevor ich jetzt gar nichts mache. So, dann können wir mal gucken. Wie viel brauche ich da? 300 Lenya. Lenya. Okay, alles klar. Dann mache ich. Zack, zack, zack. Dann haben wir das auch. Dann können wir bestimmt hier im großen Haupthaus bald, jawohl, 500 Nahrung noch, dann geht da auch was. Okay, dann steht das hier halbwegs. Ja, das passt. Doch, passt, ich bin zufrieden. Oh, da kommen sogar Kommandanten. Da werde ich später oben definitiv Hilfe brauchen, das wird der Black hier nicht alleine schaffen. Ah, eine Windschützin ist gestorben. Sieh meiner an. Oder vier? What? Oder habe ich nicht genug gebaut? Ne, kann sein, dass ich sieben gebaut habe. Eine ist gestorben. Drei, ja, genau. Aber ich kann immer nur sieben auf einmal in Auftrag geben. Das ist schon möglich. Machen wir einfach so. Machen wir einfach so. Und... Ne, kann nicht sein, dass ich da, oder? Doch, kann sein, dass ich da nur 7 hergestellt habe. Okay. Standhalten, Männer. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Zu mir. So, die Defense hier steht. Ich habe hier definitiv was Vorzeigbares an Defense aufgebaut. Und ich würde sagen, wir werden dann nachher umswitchen. Dann wird sich Blackie um das hier unten kümmern, denn das hier unten ist definitiv einfacher zu verteidigen als das oben. Und die zwei Bäume sind halt Ultra-Tanks. Und ich würde sagen, das machen wir gleich. Speichern natürlich. Das Speichern nicht vergessen. Ganz oft speichern, Blackie, bitte. So, bewegen wir mal die zwei Armeen. Tauschen wir mal die zwei Armeen aus. Die eine Armee ist Blackie, die andere Armee. Alle anderen. Ja, das war jetzt halt ein günstiger Zeitpunkt. Da hat es jetzt ein paar erwischt. Eine! Das ist okay. Befehlt! Seid auf der Hut. Eine ist okay. Elend Windes Eile. Mein Boden auf der Rune. So, wie viel haben wir hier? 39, 44. Ich höre. 48, ich höre. Aber zwei kommen, glaube ich, noch von ganz unten. Für die Rune. Mein die stehen noch ganz unten, so sieht's aus. Los, schnell wie ein Pfeil. Ja, die sind unsterblich eigentlich. So, und eine Sache werde ich jetzt in diesem Part noch machen. Bevor ich diesen Part beenden werde. Ich werde unten erstmal das Gebiet soweit clearen, dass ich hier meinen Char positionieren kann. Dass ich den Spot hier ganz chillig deffen kann mit ihm.
dass sie erst gar keine große Armee aufbauen können, um mich anzugreifen. So, schauen wir mal, wie viele... Ich möchte nur, dass der Herr der Seelen zurückläuft. Ja, das passt mir schon. Ja, die können sowieso nicht sterben. Ich sag's zum 20. Mal, weil damit es auch jeder noch verstanden hat. Nochmal speichern. Die tanken schon das weg, die Viecher. Leckt mich am Arsch. So, speichern wir nochmal und jetzt schauen wir mal, ob wir den Herr der Seelen vielleicht umklatschen können. Haben wir nicht einen rausbekommen? Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer. Die machen halt auch nicht viel Damage. Muss man jetzt gemeinerweise sagen, die machen halt auch nicht viel Damage. Die halten fucking viel aus, man macht wenig Damage an ihnen, aber sie selber machen auch wenig Damage. Was hat er dabei? Einen Diamanten hat der Herr der Seelen dabei. Das ist aber schön für ihn. Wir werden angegriffen. Okay, das war ein bisschen übertrieben. Aber ich habe ja zum Glück immer gespeichert. Ich habe zum Glück immer gespeichert. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe es einfach jetzt ein bisschen übertrieben. War der Seelending schon down? Nee, der war noch nicht down. Wahnsinn! Die sind so fucking tanky. Es dauert echt lang, die zu killen. Bis die down sind, sind meine Fähigkeiten schon fast wieder aufgeladen. Okay, es war jetzt ein bisschen anders geplant, aber dann machen wir das jetzt. Die respawnen auch halt relativ schnell. Das macht es nicht gerade einfacher. Aber der Herr der Seelen ist tot. Das ist schon mal gut. Wir werden angegriffen halten. Vielleicht muss mein Berserker vielleicht das gleich verwenden, wenn er ready ist. Die respawnen aber auch in einem gesunden Maß. Wow. Der müsste gleich wieder ready sein. Oder auch nicht. Oder auch doch. Ja, das spawnt. Wow, wie die spawnen. Wow. Fuck the shit. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, 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 Vorsicht,
Da hat man überhaupt nicht seine Ruhe. Habt ihr es jetzt bald? Wow, da stehen schon wieder drei unten. Nee. Okay. Ich werde das, ihr wisst ja, was ich vorhabe. Ich werde das Lager jetzt soweit schauen, dass ich das mit Blackie allein unter Kontrolle bekomme. Und dann war es das erstmal von diesem Part. Und ich werde mal schauen, dass ich meine Armee bis zum nächsten Part komplett aufbaue, also auf 80 hochziehen und so weiter. Das werde ich einfach ein Zwischending machen und wenn wir das geschafft haben. Wenn wir das soweit geschafft haben, dann werde ich den nächsten Part anfangen. Dann werden wir wahrscheinlich diese Ebene hier fertig machen soweit. Genau, dann hoffe ich, es hat euch bald gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blackie.